Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blended Kurse. Letzte Folge haben wir hier dieses übelst krasse Blended Kurse Café reingebaut. Allerdings finden so die Leute so, nee, warum sollte ich hier hintergehen und komm nicht hier hinter. Blöd. Sehr blöd. Und ich darf hier keine kleinen süßen Geldautomaten hinbauen. Ah, doch, darf ich. Wie nett. Ja, wie sieht's aus mit der Bewertung? 52. Es ist einfach ein Riesenteil und es interessiert sich keiner dafür. Nennen wir es einfach mal so. Wir haben das über den Weg gebaut. Ich bin mir sicher, man kommt durch diese kleine Wand durch. Das ist ein Hindernis, aber jeder kann Hindernisse überwinden. Ja, gut. Vielleicht so einen kleinen Trinkstand? Ist ja auch eine Verschönerung für den Weg. 67. Irgendwie kann man dieses Dings mit nichts zurück zufriedenstellen. Ja. Souvenirläden haben wir eigentlich da hinten schon, gell? Toiletten haben wir auch da hinten. Erste Hilfe und ein Personalgebäude hätte ich. Also, ich hätte gerne ein Personalgebäude. Weil die Personalgebäude, da sind gefühlt immer Mangelware. Komm, das passt doch da bestimmt hin. Aber ich finde es halt lustig, wie sich ja halt keiner nach hier hinten verirrt. Blockiert. Das ist nicht blockiert. Das Ach, vielleicht ist das ein Hügel und deswegen ist es blockiert. Wenn ich es vielleicht drehe. Hat es gerade vielleicht nicht so. Ich glaube, es ist einfach blockiert. Ja. Vielleicht nochmal ein Informationsstand oder so. Ach, das ist ein Parkeingang. Ich brauche keinen Parkeingang. Ich brauche eigentlich ein Personalgebäude. Und irgendwas Süßes, Kleines, was ich da hinsetzen kann. Was halt auch Sinn macht. Was ist ein Einkaufsbereich? Nein! Oh, vielleicht so ein paar Zockerhallen oder so. Hier, Greifautomat. Fertig. Sechs glückliche. Das sind Menschen! Oh mein Gott! Die Menschen kommen nach hier hinten. Ich weiß nicht warum, aber es hat geklappt. Was genau geklappt hat, bin ich mir auch nicht so sicher. Okay, dann machen wir halt da coole Requisiten. Zum Beispiel so einen coolen schlafenden Drachen, der einfach seine Fresse hält oder so. Ja, komm hier, so einen süßen Drachenausguck. Weil der ist ja groß und dann freut man sich gleich auf die Fahrt. Noch ein. So. Ich bin mir sicher, jetzt hat es 100%, ja. So, jetzt können wir einen Preis hochstellen. 14 Dollar. Irgendwie ist es immer noch nicht so das erhoffte, ja, Geld. Bauplan. Ich muss hier noch irgendwas Cooles hinstellen hier. Ach so, ja, wir könnten Personalgebäude hinstellen. Ist ja Märchenpersonalgebäude. So. Wir erhöhen die Kapazität eindeutig auf 10. Und Bonus. Hier, Freizeitclub bestätigen. Hat sich jetzt eigentlich schon mal irgendjemand einen Premium-Pass oder ähnliches gekauft? Hetz Fantastic steht leer. Bläh. Heul leise. Ja, hier hinten will auch keiner hin.
Die Warteschlange war voll. Dann geht nach hier hinten. Meine Fresse, ohne Scheiß. Was ist wenigstens noch nichts veraltet? Aber die kriegen ja dann, wenn sie veraltet sind, irgendwann so wieder einen Bonus, wo es heißt so, boah, das ist schon so alt, dass es schon cool wieder ist. Aber kommen die Leute jetzt nach hier hinten? Das schauen wir uns jetzt mal kurz an. Haben die Leute jetzt Bock nach hier hinten? Oh, ja, es kommen Leute hinter. Es ist nicht viel, aber es kommen Leute hier hinter. So vereinzelt. Ich dachte jetzt, der Schatten ist voll groß, da kommen jetzt voll viele und dann kommen so zwei Leute. Ja, cool. Wo, haben die jetzt vor, hier hinten überhaupt zu gehen? So ansatzweise mal? Nicht so wirklich. Die Ecke hier hinten ist definitiv einfach nur tot. Bis dahin und das war's halt dann. Der Rest ist so, nee. Es kommen so ein paar mehr Leute jetzt hinter, aber irgendwie kommen gesamt auf diesen Weg nicht so viele. Ich glaube, die rennen alle nach da. Ja, die rennen alle nach da. Traurigerweise. Hier ist einfach alles voll. Ja, die ist jetzt auch voll. Ja, ich muss neue Mitarbeiter einstellen, ja. Die Verkäufer immer. Und dann sollen halt diejenigen, die unzufrieden sind, dann erhöhe ich auch meine Personalzufriedenheit. Ich jetzt hier ganz viele Verkäufer einstellen. Der Kracher. Was ist der Kracher? Bumping Derby. Ich glaube, das ist, wie nennt man das? Autoscooter. Machen wir das dann noch. Ja. Stellen wir einfach mal ein. Information 3 ist nicht zu erreichen. Hä? Was laberst du? Natürlich ist es zu erreichen. Premium-Pässe sind was für Trottel. Ja. Aus diesem Grund, weil Premium-Pässe ja was für Trottel sind. Passen wir jetzt die Premium-Pässe an. Also wir hier überall welche machen. Zum Beispiel bei Hyperspin, wo gerade eh keine Sau ansteht. Schließen wir kurz. Interessiert eh keinen. Und aktivieren den Premium-Pass. So. Oder vielleicht macht man den Premium-Pass halt auch einfach billiger, dass das alle irgendwie wollen. Das habe ich mir jetzt auch schon überlegt. Okay, wir fangen hier einfach mal an. Und hier ist der Ausgang. Und Warteschlange. Perfekt. Kannst wieder öffnen. Wir haben den Premium-Pass. Kommt ihr keine alte Sau vorbei. Und den Premium Pass machen wir jetzt einfach mal billiger. Oh, da kauft endlich mal jemand einen. Preis 10 Dollar, okay. Machen wir einfach mal 2 Dollar. Dann hoffe ich nämlich einfach, dass die hier angelaufen kommen wie die Blöden und einfach sich hier hinten alle füllt, weil die halt hier übelst billig sind. Und hier ist Dreck. Okay, hier stehen auch keine Mülleimer. Dann bauen wir hier wohl ein paar Mülleimer hin. Ich verstehe nicht, wie man das halt echt am Boden schmeißen kann. Ich, keine Ahnung, ich bin halt echt so null umweltverschmutzend. Ich weiß schon, dass ich da ziemlich allein bin, aber ich verstehe sowas immer nicht. So. Achso, wir speichern schon wieder kurz. Ah.
Ja, dann stellen wir einfach nochmal einen Hausmeister an. Oh, schau mal, du wirst einfach befördert, weil dir geht's ja so schlecht. Du kriegst einfach ein bisschen mehr Geld. So, und dann einen Hausmeister, der das da bekommt. Und ich würde dann einfach mal sagen, das war's dann für diese Folge. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder bei Planet Coaster. Bis dahin, tschüss.